Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte heute in diesem Video so ein paar Tipps und Tricks rund um das Thema Heißluftfritteuse vorstellen, denn wir haben ja hier auf dem Kanal schon das ein oder andere Video zum Thema Heißluftfritteuse gemacht und es kommen halt immer wieder Fragen auf, ne, wie wird das gemacht, wie wird das gemacht, wie kann ich das machen? Und wir haben so natürlich so ein paar Tipps und Tricks im Laufe der Zeit gesammelt und das möchte ich heute einmal in diesem Video für euch zusammenpacken. Also, viel Spaß! Ja, und der erste Punkt, den ich mittlerweile auch immer im Alltag anwende, ist das Thema Vorheizen. Das heißt, genau wie im Backofen, bevor ich jetzt gleich die Pommes hole, werde ich die Fritteuse so 2-3 Minuten so richtig auf Temperatur kommen lassen. Und ihr werdet sehen, die Sachen werden auch hier viel schneller und knuspriger fertig. Das nächste ist einmal der Standort. Ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Schieferplatte untergelegt, kann aber auch eine Holzplatte sein oder ich im Alltag in der Küche stelle die Heißluftfritteuse halt immer aufs Ceranfeld, damit es halt nachher keine Spuren gibt, denn die Fritteuse wird unten oder auch hinten, wo die Abluft halt rauskommt, teils im Abstand zur Wand, richtig, richtig heiß und kann natürlich dort hässliche Spuren hinterlassen. Das will kein Mensch. Deswegen ruhig irgendwas unterlegen und ein bisschen Abstand von der Wand und schon kann nichts passieren. Das nächste ist, ihr seht, ich habe halt auch direkt ein Brettchen daneben liegen, kann aber auch so eine Silikonmatte sein, denn wenn ihr den Garkorb rausnehmt, ist der natürlich auch richtig glühend heiß und ihr wollt natürlich auch nachher keine beschädigten Oberflächen oder sowas haben, deswegen legt euch immer direkt ein Brettchen oder eine Matte oder irgendwas hin und dann könnt ihr den Korb einfach absetzen und es ist sicher und gut. Der nächste Punkt ist das Thema Öl und zwar nehme ich einmal, wie das Öl aufgetragen wird und welches Öl man verwendet. Also mittlerweile bin ich dazu übergegangen, halt das Öl zu sprühen. Am Anfang habe ich einfach mal 1-2 Löffel mit in die Schüssel gegeben, habe das Ganze verrührt, ab damit in die Heißluftfritteuse, aber am Anfang haben wir die Pommes nie geschmeckt, da war am Rand halt immer noch diese ja, braunen, angebrannten Stücke, das war für mich halt überhaupt nichts, die Pommes haben überhaupt nicht geschmeckt. Seitdem ich das Ganze sprühe, funktioniert das Ganze viel besser, denn wenn ihr es sprüht, benetzt ihr halt viel gleichmäßiger und großflächiger die ganzen Sachen. Ihr habt jetzt Pommes oder so Dino Nuggets sprühe ich zum Beispiel auch ein, denn habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr das mal macht, dann gerade so die Beine oder so von den Dinos, die sind dann immer schon so braun und total trocken. Und wenn ihr das halt ne, sprüht, ihr seht, das ist ein richtig feiner Sprühnebel, das verteilt sich halt richtig gleichmäßig und super an die ganze Oberfläche und ich habe halt gemerkt, also ich benutze es halt mittlerweile nur noch, finde ich total genial, schmeckt halt einfach viel besser. Man kann natürlich einmal so fertige Sprays kaufen, da würde ich euch empfehlen, halt wirklich nur hochwertige Sachen zu kaufen, denn ich habe manchmal schon gelesen, dass die Leute auch so Backtrendspray oder sowas verwenden, kann ich aber nicht empfehlen, denn da ist oft halt so Kokosöl drin oder irgendwelcher Schmalz mit Chemikalien, dass das Zeug weich macht. Ist zwar natürlich viel günstiger, so ein 1 Euro bis 2 Euro als zum Beispiel so ein hochwertiges Spray, aber tut er euch keinen Gefallen mit und achtet auf jeden Fall auch darauf, dass das Öl hitzebeständig ist. Man kann auch Sprays kaufen mit zum Beispiel nativem Olivenöl, so ganz kalt gepresstes normales Olivenöl, das hält aber überhaupt nicht so hohe Temperaturen aus, denn normales Olivenöl so bei 180 Grad ja, zersetzt sich und bildet diese krebserregenden Stoffe. Also das kann ich halt auch nicht empfehlen, achtet darauf. Hier ich zum Beispiel halt so ein Öl, was bis 210 Grad geht, der Heißluftfritteuse hier, der Airfryer läuft bis 200 Grad, also alles safe und es macht wirklich einen richtigen Unterschied. Wer natürlich keine fertigen Sprays kaufen möchte, der kann natürlich sich einen Ölsprüher kaufen. Habe ich natürlich auch ausprobiert, aber ich sage euch, das ist gar nicht so einfach. Es gibt zwar jede Menge Ölsprüher, ihr könnt ja online mal schauen, die Rezensionen, es gibt da wirklich Millionen Angebote, tausend Rezensionen, aber ihr werdet auch sehen, bei den ganzen Beschreibungen von den Leuten, da steht zwar Ölsprüher drauf teilweise, aber die schaffen es überhaupt nicht, dieses Öl wie dieses Spray so fein neblig zu zersprühen. Denn das ist halt natürlich sehr zähflüssig und das schaffen viele überhaupt nicht. Also da kann ich euch nur empfehlen, halt vor Ort vielleicht wirklich einzukaufen, den ihr ausprobieren könnt und notfalls wieder umtauschen könnt. Und wenn ihr einen gefunden habt, ab damit in die Kommentare. Erspart vielen Leuten vielleicht wieder Sucherei und hilft einfach weiter. Der nächste Punkt ist Alufolie. Ihr könnt Alufolie natürlich vielseitig einsetzen, sei es um Sachen halt unten abzudecken oder auch einzupacken. Aber was mir total gefallen hat und was ich halt auch schon oft verwende, gerade an so Tagen, wo Massenproduktion angesagt ist, wenn Kindergeburtstag oder sowas bevorsteht, dann habe ich hier einmal Schlaufe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so eine Backform verwende, die gerade so in die Heißluftfritteuse passt, ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt rauskriegen will und es noch glühend heiß, dort das Ganze irgendwie unbeschädigt hier rauszukriegen. Und da könnt ihr halt einfach mit Alufolie so eine Schlaufe machen und da könnt ihr das halt rausheben. Das finde ich total einfach, total genial. Und ihr solltet halt nur darauf achten, dass zum Beispiel, wenn ihr so Schlaufen macht oder auch so Sachen dort einpackt, reinlegt oder auslegt, dass es einmal natürlich nach oben nicht zu lang wird, damit es hier nicht in die Heizspirale kommt. Oder auch wenn ihr Sachen auslegt, dass es nicht so die Seiten verstopft, weil hier soll natürlich auch die Luft durchströmen und zirkulieren können.
Und ihr habt gerade gesehen, das war eine ganz normale Backform, die ich hier eben verwendet hatte für den Kuchen. Und das heißt natürlich, man kann alle Sachen, die man halt für den Ofen normal verwendet oder die Ofen geeignet sind, auch für die Heißluftfritteuse nutzen. Wie halt zum Beispiel so Keramikschälchen. Hat meistens jeder irgendwie zu Hause noch rumstehen. Und gerade für Raccoffin oder irgendwelche Brownies oder andere Desserts oder andere deftige Sachen zu überbacken oder so kleine schöne Vorspeisen zu machen, ist das halt super geeignet und kann man natürlich dafür gut verwenden. Problem ist, irgendwann kommt man natürlich mit diesen normalen Gegenständen an eine gewisse Problematik, was die Größe angeht. Denn hier zum Beispiel der Tefal XL, den ich hier habe, der hat hier einen Durchmesser von 23 cm und da kann ich halt empfehlen, wer da wirklich Spaß dran hat, ein paar Sachen auch auszuprobieren, ein paar andere Sachen machen möchte, habe ich mir mal so ein Set bei Amazon bestellt. Für 20 Euro gibt es in unterschiedlichen Größen und da habt ihr halt schon so ein paar Sachen dabei, die total hilfreich sind. Das heißt, wie hier zum Beispiel einmal so einen Ständer, wo man auch Spieße mitmachen kann. Sei es für Schaschlik zum Beispiel. Oder aber auch, wenn man diese Tornado-Pommes machen will, wenn man die so spiralmäßig aufschneidet. Funktioniert wirklich genial da drin. Oder halt auch so einen Rostbar dabei, wenn man Hähnchen macht, damit die Luft noch ein bisschen besser zirkulieren kann. Oder auch halt hier so eine kleine Schale, die kann man halt auch als Auffangschale zum Beispiel verwenden. Oder wenn man eine Mini-Pizza machen will oder einen Riesen-Cookie. Also super praktisch. Und hier, was ich auch halt genial finde, ist zum Beispiel dieser Topf. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Paprikaschoten mache, wo es halt auch mal wichtig ist, den Saft ein bisschen aufzufangen, dann geht das Ganze halt nicht verloren. Denn wie bei meiner oder vielen anderen Heißluftfritteusen ist natürlich der Boden offen und dann geht dieser ganze Saft und alles verloren. Und mit diesem Pot, wo auch direkt der Henkel drauf ist, da kann man sich das mit der Alufolie sparen, weil es halt direkt für eine Heißluftfritteuse gemacht ist. Da kann man halt zum Beispiel super dann diese Paprikaschoten drin machen. Also kann ich nur empfehlen. Bei meinem Set war auch hier zum Beispiel so eine Muffinform noch dabei aus Silikon. Also ihr könnt auch sonstige Silikonsachen, auch so Muffin-Silikonförmchen, die ihr sonst im Ofen hattet, auch ganz normal für die Heißluftfritteuse verwenden. Also das kann ich nur jedem empfehlen und man kommt dann natürlich auf Gedanken und hat da richtig Spaß dran, auch wieder neue Sachen auszuprobieren. Dann noch so zwei, drei kleine Tipps, die euch das Leben einfach viel einfacher machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so fettige Sachen habt, wie so Hähnchenkeulen, die halt so extrem, ne, ordentlich Fett und Wasser und sowas rauslassen, dann sammelt sich das hier unten immer schön in der Auffangschale halt in der Heißluftfritteuse und da könnt ihr einfach unten in den Boden ein bisschen Wasser reingeben. Das heißt, dann wird das dort aufgefangen, qualmt halt nicht so stark, riecht nicht so stark und ist natürlich auch viel einfacher zu reinigen nachher. Denn ihr wisst, ne, wer faul ist, muss schlau sein. Und da solltet ihr nur aufpassen, je nachdem, was für ein Konzept ihr in der Heißluftfritteuse habt, wenn der Garkorb hier von der Schüssel nicht zu trennen ist, wenn ihr es umkippt, ne, heißt nicht nur, wenn Wasser drin ist, natürlich auch bei anderen Sachen, wenn ihr gerade anfangt, dann schüttet ihr ansonsten halt mit das ganze Fett auf das Gargut, wenn ihr es in der Schüssel umkippt oder so. Da wirklich drauf achten, entweder das Ganze lösen oder nachher halt bei solchen fettigen, triefigen Sachen, die Sachen halt einfach mit dem Löffel so rausnehmen. Also da kann man sich halt nachher noch sonst verbrennen oder man schüttet sich das Ganze wieder drüber, ist halt auch nicht wirklich lecker. Das andere ist, wenn ihr Sachen habt, wo ihr Angst habt, dass es in der Heißluftfritteuse rumfliegt, wie wenn ihr euch zum Beispiel einen Sandwich macht oder ihr heizt auf euch einen Hamburger oder sowas auf oder andere Sachen, die wo ihr Angst habt, dass es halt rumfliegt. Je nachdem hat man ja nicht immer ein Sichtfenster. Bei manchen Heißluftfritteusen gibt es ja so Sichtfenster, aber bei meiner ist es zum Beispiel nicht so. Dann könnt ihr einfach in den Burger oder Sandwich einfach zack so einen Zahnstocher reinstecken und schon ist das Ganze halt fest und es kann halt nachher nicht rumfliegen, weil manchmal hat man schon das Aha-Erlebnis, man macht das Ding auf und denkt, okay, was ist jetzt hier passiert? Entweder Zahnstocher rein oder wenn ihr hier so einen Rost habt, könnt ihr das halt auch einfach verkehrt rum auf die Sachen drauflegen. Dann ist das Ganze auch fixiert und es fliegt halt nicht wild umher. Ja, das waren jetzt eigentlich schon so meine Tipps und Tricks, die ich mittlerweile so mir angeeignet habe, im Alltag gesammelt habe, auch halt bei anderen Videos oder in Facebook-Gruppen oder so gelesen habe. Und natürlich, wenn ihr noch irgendwelche anderen Tipps, Tricks, Hinweise habt, dann ab damit in die Kommentare, denn wenn man einmal so ein bisschen in diesem ganzen Thema drin ist, will man natürlich immer mehr ausprobieren und man sucht natürlich immer wieder zu Tipps und Tricks. Ich hoffe, es ist nicht zu langatmig geworden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr Spaß an dem Video hattet und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntet, ausprobieren wollt. Über ein Like und ein Abo wäre natürlich riesig. Dann machen wir vielleicht nochmal wieder ein Video, wenn wieder jede Menge Tipps noch zusammenkommen. Und bis dahin wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Macht's gut!